Das Jahr 2011. Es gibt jetzt 7 Milliarden Menschen, aber nur eine Erde. Und ich habe sie im Interview. Jetzt. Herzlich willkommen bei Abenteuerforschung. Und wieder ist ein Jahr vorbei. Und was für eines. Erdbeben, Stürme, Überschwemmung und dann der Tsunami in Japan. Die Erde lässt uns nicht in Ruhe, aber wir lassen die Erde auch nicht in Ruhe. Herzlich willkommen, Mutter Erde. Guten Morgen. Bei uns ist Abend. Wir waren verabredet. Es ist guten Abend. Abends schlafe ich, also ist es bei mir morgen. Kann ja sein, dass bei euch Abend ist. Irgendwo auf mir ist immer morgen oder Abend. Ich bin einfach mit dem falschen Kontinent zuerst aufgestanden. Das kommt ja bei den besten Planeten vor. Wir waren ja zum Interview verabredet. Aha. Ich würde mich gerne mit Ihnen über das letzte Jahr unterhalten. Aha, ist schon wieder ein Jahr rum? Ja, fast, bis auf ein paar Tage. Wie haben Sie denn das letzte Jahr so erlebt? Tja, ich finde nach wie vor, dass man mir meine 4,5 Milliarden Jahre nicht ansieht. Na, ab und zu sind ein paar Fältchen dazugekommen. Bei anderen Planeten heißt es Charakter. Auf mir zu leben muss eine Wonne sein. Meinen tierischen Bewohnern scheint es prächtig zu gehen. Da hat sich noch niemand beschwert. Jedenfalls nicht bei mir. Und selbst ihr, ihr ewigen Nörgler, habt's euch anscheinend gemütlich gemacht. Jedenfalls, was ihr unter gemütlich versteht. Asphaltdschungel, naja, wer's mag. 2011. Den Menschen geht's toll. Schließlich sollt ihr dieses Jahr noch mal richtig zugelegt haben. 7 Milliarden seid ihr jetzt. Ich würde gern wissen, wer das gezählt hat. Tja, also ich habe das nicht gecheckt. Das Einzige, was ich mitkriege, ist euer Qualm. Und der wird auch immer mehr. Gerade in diesem Jahr habt ihr noch mehr rausgepustet als sonst, obwohl ihr längst wisst, dass ihr mir damit einheizt. Somalia hat's ausbaden müssen, oder besser gesagt ausschwitzen. Bei dem Treibhaus braucht ihr euch nicht wundern, wenn da kein Regen fällt. Dabei war ich dieses Jahr mit Wasser großzügig. Hier, der größte Salzsee der Welt, der Lake Eyre. In diesem Jahr habe ich ihn zum größten Binnensee in Australien gemacht. Wie in eine Badewanne habe ich hier aus ganz Australien das Wasser einlaufen lassen. Die Tierwelt steht Kopf. Die Pelikane finden's super. Und ihr? Jammer, jammer, heul, heul. Irgendwo muss doch das Wasser herkommen. Im Osten Australiens war es den Menschen dann wieder zu viel. Jahrhundertflut habt ihr das genannt. Bisschen mickrig, hä? Keiner von euch war bei der Sintflut dabei. Ich schon. Überhaupt. Als ob es keine wichtigeren Themen geben würde als das Wetter. Ja, 2011 war ja noch ein Thema ganz wichtig. Eure Wirtschaftskrise, Finanzkrise, Eurokrise. Glaubt ja nicht, dass das nur eure Krise ist. Die wirklich Leidtragende bin nämlich mal wieder ich. Wegen eurer Geldsorgen muss ich mich um mein Gold sorgen. Kaum noch eine Stelle, wo ihr nicht kratzt und bohrt. Das geht mir mächtig auf die Nerven. Wenigstens das solltet ihr nachfühlen können. Klar, dass ich mich ab und zu schütteln muss. Dumm nur, dass es immer die gleichen trifft. Das solltet ihr mal erforschen, wie ihr da besser mit umgehen könnt. Euer Nobelpreis hatte ja diesmal gar nichts mit mir zu tun. Da haben welche ausgerechnet, dass sich das Universum immer schneller ausdehnt. Was soll das bedeuten? Werde ich in Zukunft noch einsamer? Tolle Aussichten. Eure Glücksstudie 2011 hat doch gerade erst klar gemacht, dass man mit Partner viel glücklicher ist als ohne. In England glauben das die Leute sogar. Ach ja, die Liebe ist eine Himmelsmacht. Ich finde meinen Partner, den Mond, eigentlich auch ganz süß. Er ist nur ein bisschen mickrig als Macker.
Von wegen mickrig. Mutter Erde, Sie sind der Gesteinsplanet mit dem größten Mond. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Der Mond ist ein Glücksfall für Sie. Ohne den Mond kämen Sie ganz schön ins Trudel. Naja, man muss nehmen, was man kriegt. Ich will nicht klagen. Klagen, da sagen Sie was. Sie haben uns ja im letzten Jahr wirklich einen Riesengrund zum Klagen gegeben. Was war denn da los in Japan? Da verschüttet man mal eine Kaffeetasse. Bitte? Dass ich nicht lache. Das war das größte Erdbeben, die größte Naturkatastrophe in Japan seit fast 100 Jahren. Man hat halt seine Gewohnheiten. In Japan Ausreden. Lasse ich es doch traditionell rappeln. Das sind doch Ausreden. Denk doch mal an die Menschen dort. Ja, ihr Menschen seid wirklich dämlich. Keiner zwingt euch, Atomreaktoren genau auf meine Lachfältchen zu bauen. Ja, ja. Auf Stellen, ja. Die sich immer bewegen. Die einzigen Falten, die Sie interessieren, sind Ihre Lachfältchen. Unsere Falten sind inzwischen Sorgenfalten. Sie könnten sich doch mal ein bisschen zusammenreißen. Mit dem Reaktorunglück hatte ich nichts zu tun. Kernspaltung auf einer Erdspalte. Warum macht ihr denn sowas? Weil wir Energie brauchen. Ja, dann besorgt euch bitte nicht so dilettantisch. Atomkraftwerke im Erdbebengebiet. Auf so einen tollen Einfall muss man erst mal kommen. Das solltet ihr Menschen inzwischen wirklich besser wissen. Da werdet ihr noch lange putzen müssen. Und an wem bleibt es hängen? Ha, an mir ja wohl. Dabei biete ich euch doch Alternativen. Meine vier Elemente, meine wilden Kinder. Luft, Wasser, Erde, Feuer. Zugegeben, nicht einfach zu bändigen, aber voller Energie. Feuer, mein Lieblingselement, herrlich. Gerade in Japan gibt es doch wohl genug davon. Von wegen kleines Land mit wenig Ressourcen. Japan ist sowas von reich an meiner Wärme. Andere Bewohner sind da wohl schlauer als ihr. Die nutzen die Energie in meinem Inneren schon längst. Und ihr, hä? Ihr seid doch auch Affen. Erkannt habt ihr es doch. Ihr wisst doch längst, dass meine Haut überall dort, wo sie kleine Risse hat, nur so vor Wärme strotzt. Wenn ihr wissen wollt, wie man es richtig macht, dann schaut doch einmal in mein Lieblingsland Island. Ah, so ein schönes Land. Mit so schlauen Bewohnern. Die Isländer, das sind meine Musterschüler. Die holen sich einfach heißes Wasser aus meinem Inneren. Mit dem Dampf betreiben sie Kraftwerke. Und schon geht bei denen zu Hause das Licht an. Und gleich neben dem Kraftwerk ein heißes Bad. Wenn das mal nicht verlockend ist. Da strahlt man. Vor Vergnügen. Also von den Isländern könnt ihr eine ganze Menge lernen. So, so, ausgerechnet von den Isländern. Ach was, wo waren sie denn die letzten Jahre? Schon mal von Finanzkrise oder Bankenkrise gehört? Die Isländer, Mutter Erde, die Isländer waren quasi bankrott. Große Blasen, heißer Dampf. Das kann man wohl sagen. Einige Leute die Finger verbrannt und andere haben schön im Warmen gebadet. Ja, aber jetzt mal im Ernst. Nur weil Sie in Island so aus sich herausgehen, kann man doch die Erdwärme nicht als die Lösung für all unsere Energieprobleme präsentieren. Warum mögt ihr es nicht, wenn ich euch mein Innerstes ans Herz lege? Naja, weil Ihr Innerstes leider auch seine dunklen Seiten hat. Gucken wir doch mal nach Staufen am Schwarzwald. Da wollten es die Leute den Isländern gleich tun. Ihr historisches Rathaus sollte mit Erdwärme versorgt werden. Eigentlich ganz einfach. Doch die hatten keine Ahnung, wie empfindlich unsere gute Erde eigentlich ist.
Denn bei der Bohrung gelangte Grundwasser in eine tückische Bodenschicht aus Gipskäuper. Die quillt in Verbindung mit Wasser auf wie ein Hefeteig. Seither hat sich der Boden schon um mehr als 40 cm gehoben. So ein Unglücksfall ist eigentlich ziemlich selten. Meist funktioniert die Nutzung von sogenannten Wärmepumpen zum Heizen einzelner Häuser einwandfrei. In Deutschland nutzen schon rund 25% aller Neubauten die Erdwärme. Große Kraftwerke zur Stromerzeugung gibt es aber gerade mal 5. Deutschland ist eben nicht Island. Es gibt keine Vulkanausbrüche, Gott sei Dank, und kaum heiße Quellen. Erdwärmebohrungen im großen Stil aber funktionieren nur dort, wo es im Boden auch genügend heißes Wasser gibt. Oh, du glückliches Land der Bayern. Da gibt es eine wasserführende Schicht, die wie eine schiefe Ebene im Boden liegt. In Bayern reicht sie so tief, dass das Wasser heiß genug für ein Kraftwerk ist. Aber selbst in Bayern sind die Bohrungen viel aufwendiger als in Island. In Deutschland muss man insgesamt viel tiefer in die Erde vordringen. Und jeder Vorstoß in die Tiefe ist immer mit dem Risiko verbunden, dass unsere liebe Erde bebt. So ist das eben. Sie können nicht stillhalten. Und wenn man sich auf ihre ewig jungen, wilden Kinder die Elemente verlässt, dann ist man auch verlassen. Die machen ja, was sie wollen. Da hat ihre Erziehung wohl völlig versagt. Oh, wie war denn das mit eurem Kolumbus? Der hat sich doch vom Wind nach Amerika tragen lassen. Von wegen unerzogen. Ein Italiener, der sich in Spanien Geld besorgt, um nach Indien zu reisen und dann in Amerika strandet. Naja, auf jeden Fall hatte der Typ Rückenwind. Also, war doch nur ein Kontinent dazwischen. Wenn der Wind vernünftig bliese, dann hätten wir ihn ja längst im Griff. Aber manchmal bläst er überhaupt nicht und dann kommt wieder ein Sturm, der alles wegfegt. Also Mutter Erde, wenn Sie Ihre kindischen Elemente nicht in den Griff kriegen, dann müssen wir das eben selber machen. Ja, das will ich sehen. Solange wir denken können, versuchen wir Wind und Wetter zu verstehen. Warum entwickelt sich aus einem lauen Lüftchen plötzlich ein Sturm? Was war zum Beispiel in New York los? Im August hatten alle Panik. 370.000 Bewohner sollten sogar evakuiert werden. Der Notstand wurde ausgerufen. 9 Tage vorher hat sich der Hurricane Irene angekündigt. Auf dem Weg nach New York hat er Brücken und Häuser zerstört. 50 Menschen mussten sogar ihr Leben lassen. Aber dann die Erlösung. New York selbst blieb verschont, alle haben sich gewundert. Erst später hat man herausgefunden, woran das lag. Ein Hochdruckgebiet hatte sich vom Festland dem Unwetter entgegengeschoben. Die Folge? Im Hurrikan kam es zu einer Windscherung. Die aufsteigenden Winde wurden abgelenkt und der Sturm verlor an Kraft. Da haben die New Yorker noch mal Glück gehabt. Doch vom Zufall abhängig sein will niemand. Deshalb wollen wir nun mehr wissen. Möglichst viele Parameter, die die Stärke und den Weg des Hurrikans bestimmen, sollen möglichst genau gemessen werden. So viel ist schon mal klar, Meerwasser verdunstet und dadurch wird Energie frei. Die Wolken erwärmen sich und steigen nach oben. Sie ziehen immer mehr Luft mit sich und dabei entstehen Wirbel, die bis zu 300 Stundenkilometer schnell rotieren. Projekt Storm Fury, das war ein Experiment, das amerikanische Forscher schon 1962 wagten. Ihr Ziel war es, wirklich den Wind zu zähmen. Ihre Mission, Forscher fliegen mitten in das Auge des Sturms. Sie sprühten eine Chemikalie in die Wolken und so wollten sie die besonders gefährlichen Winde, die direkt um das Auge rotieren, abschwächen. In den Wolken sollen sich Wassertropfen an Silberjodidteilchen anlagern und zu Eis gefrieren.
Dadurch wird Energie frei. Sie ändert die Struktur des Hurrikans und sie nimmt den inneren Winden ihre Stärke. Das war die Theorie. In der Praxis scheiterte das Experiment. Ein Effekt ließ sich nicht zweifelsfrei nachweisen. Jetzt, knapp 50 Jahre später, nützen uns die Erkenntnisse dennoch. Hurrikans entstehen in der Passatwindzone vor Afrika. Aus einem harmlosen Wirbel kann sich ein Sturm entwickeln. Hier ist der Atlantik so warm, dass er ständig Energie abgibt. Die Passatwinde treiben den Hurrikan dann über das Meer nach Amerika. Wie gefährlich er wird, hängt vor allem von der Temperatur des Meerwassers ab. Welchen Einfluss die globale Erwärmung hat, darüber streiten die Experten. Denn selbst kleinste Effekte können dramatische Auswirkungen haben. Sogar der Flügelschlag eines Schmetterlings hat Wirkung. Berechnen kann das niemand. Aber versuchen werden wir es trotzdem, damit wir irgendwann den Wind zähmen. Da drück ich euch mal beide Pole. Toll, toll, toll. Dankeschön. Das kriegt ihr nie in den Griff. Och. Der Wind steckt in der Dauerpubertät. Ja, aber wir forschen und lernen doch. Every day is a school day. Und je mehr wir rauskriegen, umso besser können wir uns schützen vor Ihnen und Ihren Elementen. Mhm. Und ab morgen dreht sich die Sonne um mich. Tja, ihr scheitert doch schon im Allerkleinsten. Eheck. Klitzekleine Bakterien bringen 80 Millionen Menschen in Aufruhr. Ja, aber wir forschen doch an allen Fronten und es geht überall ständig voran. Klar, es geht ständig voran. Ja. Zur Not auf allen Vieren, wenn euch das nächste Mal wieder ein Bakterium in die Knie gezwungen hat. Wer weiß. Etliche dieser Mikroben arbeiten doch schon für uns. Sie brauen unser Bier, sie machen unseren Käse und einige sind sogar in der Medikamentenproduktion beschäftigt. Und in Zukunft, da wird das noch ganz andere Dimensionen annehmen. Und zwar ganz radikal. Selbst dieses Problem könnten wir mit Bakterien lösen. Bodenerosion. 2011 gab es sogar einen Preis für die zündende Idee synthetische Bakterien. Im Labor konnten Forscher ihre Kunstwerke schon dazu animieren, Auxin zu produzieren. Das ist ein Hormon und das hilft den Pflanzen, größere Wurzeln zu bilden und so das Erdreich besser festzuhalten. Diese Bakterien wären ohne Vorbild in der Natur. Weltweit arbeiten Forscher jetzt daran, Bakterien genau nach Bedarf zu bauen. Die sollen wie kleine Fabriken Produkte nach Maß herstellen. Da reichen kleine Änderungen im Erbgut der Bakterien nicht mehr. Es müssen dann schon völlig neue Lebewesen erschaffen werden. Und dazu braucht man das Rezept des Lebens. Es gilt, die richtigen Zutaten und ihre richtige Reihenfolge herauszufinden. Mit der passenden Rezeptur könnte die Erschaffung neuen Lebens im Prinzip, so meinen einige Forscher, so einfach wie Brötchenbacken sein. Jedenfalls ist ihnen schon Unglaubliches gelungen. Ihre Zutaten? Eine Bakterienhülle ohne Erbsubstanz, dazu eine synthetisch hergestellte DNA, entworfen am Computer. Das Resultat war die erste künstliche Kreatur. Und wer weiß, wozu das noch alles führt. Mit diesem Wissen lassen sich irgendwann viele Probleme zumindest angehen. Erosion wäre dann nur eines davon. Ganz schön anmaßend, meine Lieben. Im Vergleich zu dem, was ihr aufreißt, war die Büchse der Pandora eine Cola-Dose. Na ja. Im Übrigen, aus dem Leben an sich halte ich mich raus. Das macht bei mir ein Lehrling, die Evolution. Ja, aber das ist ja genau das Problem. Ihr Azubi, der schiebt ja wohl eine ganz ruhige Kugel. Der lässt ja einfach allem seinen Lauf.
Wir dagegen, wir geben den Entwicklungen eine Richtung, weil wir ein Ziel haben. Und damit sind wir ja ziemlich weit gekommen. Also Pflanzen verändert, Tiere gezüchtet, Viagra erfunden. Mit dem Ergebnis, dass immer mehr auf mir herumtrampeln. Na ja, was findet ihr denn daran so toll? Alles kontrollieren, alles verändern. Gebt euch doch einfach mit dem zufrieden, was ich euch biete. Ganz einfach. Nein, wenn das so einfach wäre, wir wären heute bestimmt nicht 7 Milliarden, wenn wir uns nur auf Sie verlassen hätten. Das Ergebnis kann sich ganz schön sehen lassen. In kürzester Zeit hat der Mensch es geschafft, das Gesicht unserer lieben Erde völlig zu verändern. Mit neuen Technologien haben wir Ödnis fruchtbar gemacht und die Wildnis besiegt. Kulturlandschaften nehmen bereits 3/4 der Kontinente ein. Menschen und ihre Nutztiere machen heute 90% des Gesamtgewichts aller Wirbeltiere aus. Wir hinterlassen so deutliche Spuren, dass Geologen sie noch in Jahrmillionen werden lesen können. In die Erdgeschichte wird diese Zeit als das Zeitalter des Menschen eingehen, das Anthropozän. 7 Milliarden Menschen. Schauen wir mal, wie alles begann. In der Steinzeit war an eine solche Bevölkerungsexplosion noch nicht zu denken. Da hatten wir noch ganz andere Sorgen. Der Mensch war ein Erdenbewohner unter vielen und hat seine Umwelt kaum verändert. Über Jahrtausende sind wir zunächst einmal kaum mehr geworden. Am Ende der Steinzeit waren es nur rund 5 Millionen Menschen. So viele leben heute allein im Ruhrgebiet. Aber dann gab es eine revolutionäre Idee: Pflanzen anbauen. Die Menschen wurden sesshaft und konnten sich eine sichere Lebensgrundlage schaffen. So konnten sie ihre Kinder immer besser ernähren, es gab Arbeitsteilung und schon bald entstanden Hochkulturen. Die Bevölkerung wuchs jetzt maßlos. Zu Beginn der Moderne haben wir die 1. Milliarde geknackt. Und dann kam die industrielle Revolution. Technik machte das Leben noch leichter und wir erschlossen uns immer mehr und immer neue Ressourcen. Der industriellen Revolution folgte die medizinische. Neue Medikamente und Hygiene verbesserten die Überlebenschancen. Zuerst explodierte die Bevölkerung in Europa, dann im Rest der Welt. Nur 200 Jahre und die magische Zahl war erreicht: 7 Milliarden. Seit wir das erste Pflänzchen angebaut haben, haben wir es in nur 11.000 Jahren geschafft, der guten alten Erde unseren Stempel aufzudrücken. Das ist mir nicht angenehm, die Vorstellung, wie ihr alles verändert. Ihr seid wie ein Schnupfen mit Hautausschlag. Das wollen wir aber gar nicht sein. Wir zerbrechen uns nur den Kopf darüber, wie wir mit 7 Milliarden und mehr auf ihnen leben können, ohne ihnen lästig zu sein. Oh, und wie? Naja, das Zauberwort wäre Nachhaltigkeit. Wir nehmen uns nur noch das, was sich wieder erholen kann und nur so viel, dass es wieder nachwächst. Ja, wer es glaubt. Zum Glück muss ich es mir ja nicht mehr lange angucken. Warum? Ein Schnupfen geht auch wieder vorüber, genau wie ihr. Ihr seid nächstes Jahr schon wieder weg. Angeblich kommt dann doch der große Weltuntergang. Ach, den Weltuntergang, den haben wir ausgerechnet. Also das passiert frühestens in 5 Milliarden Jahren, wenn nämlich die Sonne zu einem roten Riesen wird. Und dann wird die Sonne als roter Riese die Erde verbrennen. Aber wir Menschen, wir können dann schon längst auf einem ganz anderen Planeten sein. Träum weiter, Mensch. Nix da. Nächstes Jahr seid ihr dran.
Oder glaubt ihr jetzt nicht mal mehr an eure eigenen Prophezeiungen? Naja. Ach so, das sind die Prophezeiungen der Maya. Aber die Kultur ist ja vor mehr als 1000 Jahren schon untergegangen. Und trotzdem gab es da Dokumente, die noch heute Angst streuen. Berichte von einer Apokalypse. Die Maya waren schon ziemlich klug. Also über das Phänomen der Zeit wussten die eine ganze Menge. Ohne Teleskope beobachteten sie den Lauf der Sterne und der Planeten ganz genau. Sie erkannten wiederkehrende Zyklen und benutzten die, um Kalender zu erstellen. Da gab es zunächst einmal einen Sonnenkalender, der genau ein Jahr misst. Der war wichtig für Aussaat und Ernte. Mit einem anderen Kalender legten die Mayas ihre Termine für Kulthandlungen fest. Der ist aber 105 Tage kürzer. Wenn man beide kombiniert, soll sich der Tag des Weltuntergangs offenbaren. Denn nach dem Ablauf eines Sonnenjahrs ist der erste Tag des kürzeren Kultkalenders schon lange vorbei. Es braucht 52 Umdrehungen, bis sich beide wieder an ihren Anfängen treffen. Das setzt einen dritten Kalender in Gang. Alle 52 Jahre zählt dieser Kalender eine Einheit weiter. Der erste Tag dieses großen Kalenders war für die Maya der Tag ihrer Schöpfung. Und wenn alle drei Kalender wieder auf Anfang stehen, soll sich die Prophezeiung erfüllen. Der große Kalender reicht weit über das Ende der Maya hinaus bis in unsere Zeit. Am 21. Dezember 2012 soll es soweit sein. Der letzte Tag. Weltuntergang. Doch wenn man sich die Schriften der Maya mal genau anguckt, entdeckt man, dass es nirgendwo eine Verbindung zwischen der Apokalypse und dem Ende des großen Kalenders gibt. Wie beim Sonnenkalender existiert auch beim großen Kalender kein wirkliches Ende. Nach Ablauf der Zählung beginnt wieder alles von Neuem, wie bei uns an Silvester. Ein Grund zum Feiern. Na, da habt ihr ja noch mal Glück gehabt. Tja, hinterm Weltuntergang geht's weiter. Naja, ich bin froh. Ich hab mich ja schon an euch gewöhnt. Es wäre sonst etwas langweiliger. Das nehme ich jetzt mal als Kompliment. Nicht übertreiben. Darf ich denn trotz allem auf ein Rendezvous im nächsten Jahr hoffen? Aber selbstverständlich. Enchanté. Also, nächstes Jahr nach dem Weltuntergang. War ja nicht ganz einfach mit der guten alten Mutter Erde. Aber wie sagte schon Vincent van Gogh, man sollte Gott nicht nach dieser Welt beurteilen. Die war nur ein Versuch, der nicht gelungen ist. Aber es muss ein Meister sein, der solche Schnitzer macht. Ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr. Und wir sehen uns.